Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir sitzen gerade gemütlich am Lagerfeuer. In der Hoffnung, dass irgendwann genau dieser Skill kommt. 15 Minuten, sehr schön. So kann es doch weitergehen. Erstmal ein ganz großes Sorry, dass das letzte Woche mit den Valheim-Folgen nicht ganz so geklappt hat wie geplant. Ich hatte es in den Outriders-Folgen schon gesagt, dass ich halt jetzt die letzte Woche nicht so ganz Zeit hatte dafür. Und deswegen habe ich vorproduziert. Ich wollte eigentlich jeden Tag eine Folge bringen. Also einen Tag Outriders, einen Tag Valheim. Also jeden zweiten Tag eine Folge vom gleichen Spiel. Ja, mit Outriders habe ich es geschafft, das vorzuproduzieren. Mit Valheim leider nicht so ganz. Deswegen ein riesengroßes Sorry. Jetzt geht es auf jeden Fall wieder ganz normal weiter. Also jeden Tag eine Folge von jedem Spiel. Manchmal lässt es die Zeit halt nicht zu. Ich versuche das so gering wie möglich zu halten. Aber manchmal lässt es sich halt leider nicht umgehen. Naja, genug gequatscht. Wir wollen definitiv hier und jetzt und heute, obwohl ich weiß nicht, ob wir es in der Folge noch schaffen, aber wir wollen natürlich unbedingt zu dem guten Knochenwanst. Und dafür brauchen wir den Streitkolben. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir hatten doch genügend Zeugs zusammen. Hier ist auch noch genug drin. Wir haben anscheinend bloß wieder keine Kohle. Wie immer haben wir in der... Ah, die Kiste habe ich weggerissen, ne? Als ich hier rumgearbeitet habe. Ja, die Kiste ist nicht mehr da. Muss das eh alles mal noch ein bisschen anders platzieren. Das heißt, wir brauchen Holz. Wir haben Holz. Und das hauen wir mal ganz schnell noch in den Kohlenmeiler. Dann gucken wir nochmal eben, dass wir alles reparieren. Und natürlich auch die Ausrüstung. Mit den ganzen Metgetränken und so weiter. Also erstmal fix zur Schmiede. Ich weiß nicht genau, wie das dann hier ist mit den Rüstungen, weil die gehen ja auch langsam kaputt. Weil repariert bekommen tun wir die irgendwie nicht. Repariere einen Gegenstand. Ich kann anscheinend nichts reparieren, okay. Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir das genau machen. So, dann lasst uns mal eben in die Kiste gucken, wie viel Met wir jetzt noch von was haben. Ich hatte irgendwo eine eigene Kiste dafür angelegt. Hier Tränke, gar keine. Das wieder alles irgendwo reingeworfen. Das sieht gar nicht mal so gut aus, was wir hier haben. Ist das echt alles? Das ist etwas traurig. Wir haben hier noch einen geringen Ausdauermet, aber das reicht natürlich bei weitem nicht. Na gut, währenddessen der Kohlenmeiler da drüben arbeitet, können wir ja nochmal in die alte Basis zurück. Ich würde es mit diesem Durchgang wirklich sehr, sehr gerne schaffen. Ich habe sehr viel Hoffnung in den eisernen Streitkolben. War die falsche Seite, so. Ja, ich habe sehr, sehr viel Hoffnung darin, in das Teil. Ich denke auch, dass wir es damit hinkriegen, aber wir brauchen auf jeden Fall genügend Tränke. Wir müssten auch eigentlich schon längst mal den Kessel und das Fermentierteil unbedingt mal in die neue Basis hauen, weil es ist auch nervig, die ganze Zeit hier immer hin und her zu reisen und hier sind wir halt leider auch kaum noch. Verständlicherweise, weil die neue Basis ist natürlich um einiges cooler. So, wir haben hier nichts drin. Hier brauchen wir ein Feuer. Und zwar wollten wir gerne... Ach, wir müssen das ja dann noch fermentieren lassen. Das dauert ja wieder Ewigkeiten. Shit, da habe ich nicht dran gedacht. Ja, dann schaffen wir es auf jeden Fall in der Folge nicht zu Knochenwanz zu gehen. Aber ich würde mal gucken, dass ich dann vielleicht heute so nebenbei außerhalb des Videos ab und zu mal online bin, dass die Zeit ein bisschen vergeht. Dass wir dann morgen in der Folge eventuell soweit sind. So, wir brauchen Honig, Distel, Nixenschwanz und Kohle. Na super, Kohle haben wir so überhaupt nicht. Honig haben wir ein bisschen was einstecken. Wir können mal gucken, haben wir hier noch was? Gar nichts. Nixenschwänze habe ich natürlich auch nicht einstecken. Ich fände es ganz cool, wenn es eine Option gäbe im Spiel, dass man sich Rezepte merkt. Dass ich hier an den Kessel gehe, drücke auf Merken und kann das hier irgendwo im Menü mir mal kurz anschauen. Ich vergesse es dann immer wieder. Und wenn wir jetzt in die alte Basis zurück müssen, dann habe ich schon wieder die Hälfte vergessen, was ich dort mitnehmen wollte. Wir haben auch hier keine Kohle mehr. Das ist relativ schlecht. Gut, wir können mal hier das Holz, was wir haben, noch mit reinwerfen. Und dann gucken wir mal, was wir alles brauchen. So, und zwar wollten wir eigentlich ganz gerne... Was ist denn das? Wir haben hier geringer Ausdauermet. Der kommt aus welchem raus? Hier, Metmischung geringer Ausdauer. Himbeeren, Honig, gelber Pilz. Dann brauchen wir
Na, eigentlich sehr gesund wäre cool. Da brauchen wir Blutzack, Himbeeren. Also Himbeeren, Honig auf jeden Fall ohne Ende. Ich glaube, Disteln müssten wir auch hier noch haben. Die habe ich mit bei den Samen reingepackt. Okay, anscheinend doch nicht. Und wir können auch mal ein bisschen Harz mit rübernehmen. Nee, also wir müssen unbedingt die Tränke vorher machen, so leid es mir tut. Aber da kommen wir nicht drum herum. Weil mit hier bloß so einem Trank gerade Giftwiderstand, ohne den sind wir da völlig am Arsch. Wird das leider nichts. Naja, dann ist es halt so. Ich werfe jetzt hier erstmal das Harz wieder rein, dass wir hier wieder ein bisschen Harz haben. Und dann gucken wir mal. Wir haben hier noch 19 Honig, das ist soweit schon mal okay. Gelbe Pilze sind auch noch da und Blutsack wollte ich mitnehmen und auf jeden Fall auch Disteln, 34 Stück. Dann könnten wir auch mal anfangen hier öfter mal das Honig abzuernten und wir nehmen aus der alten Basis die Bienenstöcke mal mit und machen die hier noch dran. Das hier nervt mich noch ziemlich, ich glaube wir machen es wieder ab, ich hätte es halt gerne für die Symmetrie gehabt. Ja, oder wir erweitern irgendwann mal den Zaun noch um 2-3 Bodenplatten, dass hier ein bisschen mehr Platz ist. Ich glaube, ich lasse es erstmal so, weil es der Symmetrie wegen schon gar nicht so verkehrt ist. Aber das müssen wir irgendwann mal noch verbessern. Ein Eisen hat's gebracht. Dann schnappen wir uns hier noch die Kohle. Wir gucken mal, wie weit wir kommen, die Folge. Dann würde ich heute auch mal außerhalb hier des Videos ein bisschen spielen, dass wir gut vorbereitet sind, dass wir dann auf jeden Fall morgen zur nächsten Folge den Knochenmanst ansteuern können. So, da haben wir die Kohle drin. Jetzt habe ich natürlich alles reingehauen und wir brauchen aber auch noch Kohle. Für irgendein Rezept, was wir hatten. So, Erze. Nee, Metall. 2 Stück brauchen wir noch, dann können wir es endlich herstellen. Wir reisen mal wieder zurück und ich würde sagen, wir schnappen uns da mal irgendeine Kiste, die leer ist, vielleicht gleich die am Portal hier. Und werfen da einfach mal alles rein, was wir haben. Ich glaube, die Himbeeren habe ich jetzt vergessen, wenn wir überhaupt noch welche hatten. So, genau. Wir können uns noch nichts holen. Würste und Dings, ah, wir brauchen so viel eigentlich schon wieder. Früher war das so einfach, da hat man einfach ein paar Himbeeren gesammelt, ein bisschen Fleisch gekocht, gut war mittlerweile. Brauchst halt echt mehr Zeit, gerade wegen den Lebensmitteln. Und vor allem die Metmischungen sind natürlich nochmal viel, viel schlimmer. Blaubeeren. Oh, ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wir so absolut gar keine Blaubeeren mehr haben. Hier sind noch die gelben Pilze. Ich hau die mal mit hier rein. Dass wir das jetzt erstmal alles hier sammeln. Was wir haben. Ich hau jetzt hier auch mal die Disteln mit rein. Was war das für Erz? Zinn, ne? Ja. Okay. Gut. Ja. Dann müssen wir nochmal gucken. Blaubeeren und Himbeeren, ob wir sowas Schönes haben. Und vorher nehmen wir uns hier die schönen Bienenstöcke mal mit. Moment, bevor ich sie abbaue, würde ich sie gerne ernten. Wir haben eigentlich so viele, ne? Wir könnten schon so viel Honig haben, aber ich vergesse es halt immer wieder, dadurch, dass die hier hängen. Ist ein bisschen doof. Ah, jetzt habe ich unser Haus eingerissen. Doch nicht? Dachte, ich habe dort irgendwas abgerissen. So, Holz und Bienenkönigin und hier und zack. Sehr schön. Hat er alles mitgenommen? Ich glaube, er hat. Dann werfen wir noch ganz schnell den Honig hier drüben rein. 24 Stück waren das schon wieder. Und dann gucken wir drüben nochmal nach Himbeeren und Blaubeeren. Ich mag Ordnung. Nein, was mache ich denn? Jetzt. Ja, dann bereiten wir jetzt erstmal so viel vor, wie geht. Und dann gucke ich, dass ich das alles fertig kriege, bevor ich dann morgen die nächste Folge aufnehme. Und wenn wir es dann irgendwann mal geschafft haben, ihr glaubt nicht, wie froh ich bin, wenn der Knochenmanns dann mal irgendwann besiegt ist. Dann können wir uns nämlich mal wieder ein bisschen auf andere Sachen konzentrieren. Einerseits die Basis würde ich auch hier natürlich noch ein bisschen weitermachen wollen. Jetzt sieht sie halt einmal so geil aus, aber das Ding müssen wir noch verrücken darüber. Den Kohlenmeiler, da müssen wir einen schöneren Platz für finden und unser großes Häuschen wollen wir auch noch bauen. Es ist schon noch genügend da. So, wir haben genügend Metall, dann würde ich sagen, da können wir in der Folge auf jeden Fall... Ach, komm schon. Warte mal, vielleicht können wir die Kohle gleich hier reinhauen. Vielleicht sind wir da nicht mehr überladen. Sehr gut. Ja, dann können wir in der Folge gleich den Streitkolben noch basteln. Da haben wir hier wenigstens auch was geschafft.
Bronzener, nee, eiserner Streitkolben. Die 20. Ah, nein, wir brauchen die Schmiedestufe 2. Das ist schlecht. Also, es ist nicht schlecht, wir kriegen das hin. Aber ich hatte ja hier außersehen beim Boden bauen und alles abgerissen. Das müssen wir wieder hinbauen, weil wir waren ja, glaube ich, schon längst Stufe 2. So. Dann kommst du hier hin. Ich lasse euch allen mal ein bisschen mehr Platz. Hier an der Seite haben wir ja eine große Wand. Dass hier nicht wieder irgendwelche Bienen unglücklich sind. Das will keiner. Das Gefühl, wir kommen immer tiefer. Na, da hat es doch genau gereicht. Perfekt. Ah, das sieht doch schon um einiges professioneller aus. Schön. Dann müssen wir mal gucken. Schmiedestufe 2. Was ist Schmiedeverbesserung? Werkbank, Werkbank, Werkbank. Hier, Schmiedeverbesserung. Der Blasebalg. Haben wir noch was? Das Ding war doch 10 Holz und 10 Feuerstein. Jetzt habe ich so ein bisschen die Befürchtung, wir haben kein Holz mehr. Das vor uns alles in Kohle verwandelt habe. Hier ist natürlich keins mehr drin. Hier ist nur anderes Holz drin. Gucken nochmal die unbeschrifteten. Ah, sehr gut. So, was habe ich gesagt? Das und Feuerstein, ne? Feuerstein müssten wir eigentlich ein paar gesammelt haben. Sieht gut aus. Dann haben wir hier den Hackklotz. Den stellen wir einmal hier drüben hin. Warum darf ich nicht? Keine Werkbank in der Nähe? Ach, war jetzt Hackklotz. Ach, Hackklotz war doch Werkbankverbesserung. Ich Vollidiot. Entschuldigung. wo haben wir denn Schmiede? Der Blasebalg. Haben wir nicht noch irgendwas anderes? 2 Bronze. Habe ich hier noch irgendwie Bronze liegen? Oh, 2 Bronze. Perfekt. Da wissen wir doch, wo es herkam. Also, wo die Bronze herkam. So, Amboss. Dann haben wir es. Ach komm, die 2 Bronze haben es jetzt rausgerissen. Wirklich. Zack. So, dann ist die auf Stufe 2. Das heißt, wir brauchen bloß noch 3 Leder und 20 Eisen. Und dann haben wir es. Hey. Freut mich sehr, weil die Waffe ist... Ach ja, ist doch gut. Wirf mal das raus. Das sind immer noch viel zu schwer. Na gut, prinzipiell können wir mal noch 4 Metall oder 4 Eisen. Ich nenne sie mal Metall. Rauswerfen, aber es reicht trotzdem noch nicht. Die 23 Holz. Ach, es reicht generell nicht. Okay. Dann holen wir jetzt noch Fell und dann krüppeln wir halt rüber. Was soll's. Mach mal wieder Trick 17. So ein bisschen werfen. Wieder einsammeln. Und dann kriegen wir das doch auch hin. Es wird mir noch nicht angezeigt. Warum nicht? Ach, es war Leder und kein Fell. Natürlich. Ja, ich wollte es eigentlich in die andere Richtung werfen, aber naja. Dann Fell. Und wir nehmen Leder. War es das Leder oder war es das Leder? Es war gar kein Leder. Ich habe hier Hirschfell reingepackt. Wollte schon sagen, das sah doch... dem Hirschfell gerade sehr ähnlich. Hä, bin ich doof? Was mache ich denn? Entschuldigung. Ein paar Tage nicht gespielt, kommt man gleich überhaupt nicht mehr zurecht hiermit. Nimm's. So, ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt zeig mir bitte... Jawohl, der eiserne Streitkolben. Herstellen. Wuhu, wir haben's. Und das Ding ist halt geil, weil wir sind nicht so extremst langsam. Klar, mit dem Schwert sind wir, glaube ich, noch mal ein kleines Ticken schneller. Wir können noch mal eben gucken. Schwert macht minus 5. Ja, auch minus 5. Ja, das ist natürlich echt cool. Und wir können halt... Bam! Ordentlich zerschmettern damit. Das wird der Siegbringer, ich sag's euch. Dann packen wir mal ganz schnell das Leder wieder weg. Dann müssen wir mal gucken. Holz. Für irgendwas haben wir, glaube ich, gerade noch Holz gebraucht. Wir brauchten auf jeden Fall Kohle für irgendeinen Trank. Weiß nicht mehr genau. Dann nehmen wir das mal noch mit. Ist jetzt hier alles fertig? Ja, hier steht's auf 0. Das heißt, wir werfen das mal noch ganz schnell in die Kiste. Und dann sieht's ja soweit eigentlich schon mal ganz gut aus. Wir wollten noch nach Himbeeren und Blaubeeren gucken. Blaubeeren habe ich. Ich glaube, Himbeeren wird ein bisschen eng. 4 Stück habe ich hier noch. Hier habe ich noch ein paar Blaubeeren. Oh, Honig haben wir auch noch. Und Nixenschwanz haben wir gebraucht. Und den Rest können wir auch mal noch braten. Wir hauen das mal ganz fix hier auf die Bratstelle. Machen erstmal Feuer an.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, es waren nur 6. Oder 5. Dann kochen wir die noch. Okay, ein paar Himbeeren haben wir. Das heißt, Himbeeren müssen wir unbedingt noch sammeln. Ansonsten sieht es ja eigentlich erstmal soweit ganz gut aus. Und kommt hier Löwenzahn durch? Hab doch vorher Glyphosat draufgesprüht. Kann doch nicht sein. So, zack, zack, zack. Haben wir. Und haben wir. Sehr gut, dann lasst uns mal in die alte Basis. Dann tragen wir dort nochmal zusammen, was wir jetzt alles im Inventar haben. Und dann würde ich eventuell, weil die Himbeeren reichen nicht aus, einfach mal wieder in der Gegend der alten Basis ein bisschen durch den Wald laufen. Und ein paar Himbeeren sammeln. Mal gucken, ob wir das die Folge noch schaffen. Ansonsten mache ich das dann außerhalb des Let's Plays. So, zeig mal her hier. Ich würde zumindest ganz gerne die Giftwiderstandsgeschichte. Da brauchten wir die Kohle. Ah, und es nebelt hier schon wieder so zu. Hatte ich hier nicht Holz reingeworfen? Habe ich anscheinend wieder geträumt. Eigentlich wollte ich hier noch Holz reinwerfen. Na gut, dann hauen wir hier mal Holz rein. Bei Kohle haben wir jetzt auch nicht mehr einstecken. In der Truhe waren auch keine mehr. Dann gucken wir mal, dass wir zumindest schon mal irgendwas anderes machen können. Die Metmischung gesund. 10 Himbeeren, wir haben 4. Hey, super. Und die geringe Ausdauer auch 10 Himbeeren. Das heißt, wir können nicht ein was von der ganzen Geschichte kochen. Es wäre natürlich schlau, die sehr gesund zu nehmen. Da brauchen wir bloß Blutsäcke und Blutsäcke haben wir. Das ist nicht das Problem. Dann würde ich mich jetzt mal schnell schlafen legen. Ah, und jetzt habe ich kein Holz mehr, ne? Ach, dieses Spiel, es ist wirklich der Wahnsinn. Haben wir die alle komplett leer gemacht hier? Ich glaube schon, ne? Ja, das heißt, wir können aber auch einfach mal hier so ein Ding abreißen, dann haben wir wieder Holz. So, und jetzt schlaf bitte. Ja, da macht es natürlich um einiges mehr Sinn, die sehr gesund zu nehmen. Weil wegen den paar Blutsäcken, die haben wir so oder so. Und wenn es noch mehr Rest gibt, dann kann das nicht verkehrt sein. Das heißt, das machen wir auf jeden Fall so. Dann gucken wir mal, so 2 Minuten haben wir noch in der Folge. Wir haben jetzt erstmal die Kohle. Obwohl, doch, vielleicht kriegen wir das Giftwiderstandsding schon mal schnell geprodelt. So, Giftwiderstand. 5 Disteln. Nein! Wir brauchen ungebratenen nächsten Schwanz. Ach, das gibt's nicht. Jetzt habe ich die extra gekocht. Oh, Leute, wieso denn das? Scheiße. Ja, okay, das war dumm von mir. Schade, ich dachte eigentlich, wir können jetzt endlich mal den ersten Trank fix machen. Aber wir brauchen ungebratenen nächsten Schwanz, natürlich. Dann gehen wir jetzt doch noch keine Himbeeren sammeln. Ich gehe fix zurück zur neuen Basis, weil da haben wir auf jeden Fall mehr Nixen in der Nähe. Aufgrund des Wassers. Und dann hört man die schnell, dass wir genügend Nixenschwänze haben, dass wir den einen Trank zumindest schon mal in das Fermentiergerät reinbuttern können. Und dann werde ich dann außerhalb des Let's Plays den Rest mal noch zusammensuchen. So, wir müssten mal was essen. Ist zwar schade jetzt für die paar Minuten, die noch übrig bleiben, aber ich will ja auch nicht komplett ohne Ausdauer auf Nixensuche gehen. Gerade bei dem Wetter ist das ein bisschen unpraktisch. So kleine Nixen, wo seid ihr? Ja, da können wir gleich mal unseren Streitkolben ausprobieren. Geilo. Gar nicht schlecht. One Hit. Hatten wir mit dem Schwert aber auch schon öfter. Da oben ist ein Hirsch. Und es ist immer wie es ist. Sobald man was sucht, wird man es nicht mehr finden. Wir waren immer so viel Nixen. Den musste ich mir schnell holen. Oh, er hat noch einen Kumpel. Den holen wir uns natürlich auch noch schnell. Und dann... Ah, Himbeeren, sehr gut. Da haben wir doch noch ein paar Himbeeren gefunden. War es doch ganz gut, dass ich den Hirsch habe erledigt. Da machen wir uns zurück zur Basis. Und da haben wir noch eine nächste. Jawohl, das Spiel ist mit uns. Es wird nur leider nicht reichen, weil wir brauchten, glaube ich, 4 Stück. Wie viel gab es? Einen nächsten Schwanz. Naja, wir machen jetzt erstmal zurück zur Basis.
und machen hier an der Stelle Schluss mit der Folge. Und dann machen wir nächste Folge definitiv uns auf den Weg zum Knochenmanns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Macht's gut.